Gesucht ist eine ganz rationale Funktion dritten Grades, von der wir wissen, sie hat einen Hochpunkt bei 1,5 und einen Tiefpunkt bei minus 1 und 1. Wir müssen uns erstmal überlegen, wie sieht jetzt die Zielfunktion aus, die wir hier suchen. Dritten Grades heißt, der höchste Exponent ist bei 3. Koeffizient davor ist a. Dann absteigend bx² plus cx plus d. Jetzt haben wir hier eine Eigenschaft vorgegeben, nämlich Hochpunkt und Tiefpunkt. In diesen wissen wir etwas über die erste Ableitung, nämlich, dass diese erste Ableitung an den jeweiligen Extremstellen 0 ist. Das heißt, wir brauchen auch die erste Ableitung unserer Zielfunktion. Die heißt dann 3ax² plus 2bx plus c. Und jetzt fangen wir an, unsere Punkte zu verarbeiten. Als erstes unser Hochpunkt. Da wissen wir, an der Stelle 1 hat der den y-Wert 5. Ich setze das Ganze in meine Gleichung ein. A mal 1 hoch 3, das ist immer noch a. B mal 1 hoch 2, das ist immer noch b. C mal 1 ist c. Plus d ist gleich y und der y-Wert ist 5. Außerdem wissen wir, dass an der Stelle 1 der Anstieg der Funktion, also die erste Ableitung, 0 ist. Wir setzen das jetzt ein in die erste Ableitung unserer Zielfunktion. 3a mal x hoch 1 ist immer noch 3a. 2b mal 1 ist 2b plus c ist gleich 0. Damit haben wir unseren Hochpunkt verarbeitet. Wir machen was aus unserem Tiefpunkt. Wir wissen erstmal, okay, das ist ein Punkt, der liegt auf dem Graphen. Das heißt, ich kann f von minus 1 gleich 1 einsetzen in meine Zielfunktion. A mal x hoch a mal minus 1 hoch 3 ist minus a, b mal minus 1 hoch 2 ist plus b, c mal minus 1 ist minus c, plus d ist dann 1. Und wir wissen wieder, an der Stelle minus 1 ist der Anstieg der Funktion 0, weil ja ein Extrempunkt vorliegt. Wir setzen also wieder in diese Gleichung ein. 3a mal minus 1 ins Quadrat, das ist 3a. 2b mal minus 1 ist minus 2b plus c ist gleich 0. Wir haben damit ein lineares Gleichungssystem gefunden, das wir mit Hilfe vom Taschenrechner lösen können. Wir gehen im Taschenrechner ins Equalmenü und möchten lösen ein lineares Gleichungssystem mit 1, 2, 3, 4, 4 Unbekannten. Damit verschließt sich dieses Feld und wir tragen jetzt die Koeffizienten ein. Für die erste Zeile bedeutet das, hier vor dem a steht eine 1, ich trage die 1 ein. Vor dem b steht eine 1, wieder eine 1. C, noch eine 1, ist gleich 5. Weiter geht's. Vor dem a steht eine 3. Hier steht eine 2 davor, hier steht eine 1 davor. Das d ist nicht da, das heißt, da steht eine 0 davor. Und an der letzten Stelle steht auch eine 0. Wir sind in der dritten Zeile. Minus a heißt, hier steht eine minus 1 davor, b heißt, da steht eine 1 davor, minus c, minus 1, d steht eine 1 davor. Und zum Schluss ist gleich 1. Letzte Zeile, 3, minus 2, 1, 0 und nochmal 0. Wir lassen das Ganze lösen und erhalten diese Koeffizienten. Für a minus 1, für b 0, für c 3 und für d 3. Die schreiben wir uns auf. A gleich minus 1, b gleich 0, c gleich 3, d gleich 3 und können damit die Zielfunktion aufstellen, nämlich y gleich f von x gleich. Ax hoch 3 ist minus x hoch 3, also minus 1 mal x hoch 3 kann ich auch so schreiben, plus bx², 0 mal x² brauche ich nichts hinschreiben, plus cx, das ist plus 3x, plus d, das ist plus 3. Und damit habe ich eine ganz rationale Funktion dritten Grades gefunden, die den Hochpunkt 1,5 und den Tiefpunkt minus 1,1 hat.